Herzlich willkommen in deiner Chakra-Meditation. Ich freue mich, bist du dabei. Komm in deinen Meditationssitz, in deine Meditationshaltung. Achte darauf, wenn möglich, aufrecht zu sitzen. Vielleicht magst du in deinem Lotussitz, in deinem Schneidersitz, vielleicht in einem Kniesitz, vielleicht aber auch auf einem Stuhl, dich in deine Meditation zu setzen. In jeder Variante achte auf eine aufrechte Wirbelsäule. Wir wollen heute deine 7 Chakras, die Hauptchakras, anschauen, wahrnehmen und nachfühlen. Kurzer Überblick zum Sitz, wo deine Chakras denn genau sind, wenn du da noch nicht richtig darüber Bescheid weißt. Mach gar nichts. Dein Wurzelchakra liegt unter deinem Steißbein, quasi in der Mitte, unteren Teil, Ende deines Rumpfes. Das zweite Chakra, das Sakral- oder Sexualchakra auch genannt, ist ungefähr auf der Höhe deines Bauchnabels. Dein drittes Chakra, dein Solarplexus, ist auf Magenhöhe. Dein Herzchakra auf Herzhöhe. Dein Halschakra unter deinem Kehlkopf. Dein Stirnchakra zwischen deinen Augenbrauen etwas höher, da wo dein drittes Auge wäre oder ist. Und dein Kronenchakra. Dieses Chakra sitzt etwas weiter außerhalb deines Körpers, über deinem Scheitel. Nimm nun 2, 3 tiefe Atemzüge, begebe dich hin, komm an in deiner Meditation. In deinem Meditationssitz, dein Becken ist leicht nach vorne gestellt. Jeder einzelne Wirbel zeigt nach oben. Schulterblätter leicht zusammengezogen, Brustbein geöffnet. Dein Kinn ganz leicht zum Brustbein, sodass auch deine Nackenwirbel hier in einer aufrechten Position ruhen. Deine Hände legst du auf deine Knie oder Oberschenkel, Handflächen nach unten oder oben gerichtet. Oder in deinen Schoß, wie es dir am angenehmsten ist. Bewusste 3 tiefe Atemzüge mit jeder Einatmung. Über jeden einzelnen Wirbel bis zu deinen Sitzhöckern hinab kommst du an, verwurzelst dich in deiner Mitte im Hier und Jetzt. Mit jeder Ausatmung lässt du los Gedanken, Emotionen, To-Dos, alles, was dich in diesem Moment abhalten möchte, ablenken möchte. Mit der nächsten Einatmung nochmal ganz bewusst tief hineinatmen und vielleicht Wurzeln wachsen lassen und dich vererden wie ein Baum in deiner Achtsamkeits-Chakra-Meditation. Mit jeder Ausatmung loslassen, Druck oder Erwartung, Ängste oder Sorgen, To-Dos oder Gedanken. Und nochmal ganz bewusst loslassen. Den Atem ganz natürlich fließen lassen, so wie er gerade kommt und geht. Mit jeder Einatmung deine Scheinwerfer mehr und mehr nach innen richten. Bis das Äußere immer leiser wird. Du erlaubst es dir, deine Auszeit zu nehmen für deine Meditation und im Hier und Jetzt anzukommen. Mit jeder Ausatmung vererdest du mehr und mehr wie ein Fels, wie ein großer Baum in deinem Meditationssitz.
Mit jeder Einatmung kultivierst du deine Mitte. Atme jetzt ganz bewusst bis zu deinem Wurzelchakra hinab, unter dein Steißbein, in die Mitte deines Rumpfes, am unteren Ende. Einfach ganz bewusst hineinatmen in dein Wurzelchakra. Es trägt die Farbe Rot. Es steht für dein Durchsetzungsvermögen, für deine Berechtigung, im Leben hier zu sein. Es steht für Überleben, für dein Instinkt, für dein Urvertrauen, deine Verbundenheit und Stabilität mit deinem Leben. Tief atmen in dein rotes Wurzelchakra und die Farbe Rot wahrnehmen, visualisieren. Vielleicht nimmst du sie in Form von Lava, die tief durch das Erdinnere fließt. Vielleicht aber auch wie Blut, das dein Körper nährt und am Leben erhält. Mit jeder Einatmung in dein Wurzelchakra nimmst du es mehr und mehr wahr. Vielleicht kommt auch ein Gefühl auf. Lass es zu. Manifestiere es nicht. Lass es weiterziehen. Ohne Anstrengung. Spürst du, wie dein Wurzelchakra größer und größer wird, kräftiger und kräftiger? Von hier aus ziehst du weiter zu deinem Sakralchakra, um dein Bauchnabel. Es trägt die Farbe Orange und steht für Sexualität, Gefühle, Begeisterungsfähigkeit und Kreativität, Fortpflanzung, Weiterentwicklung. Und du atmest ganz bewusst in dein Sakralchakra hinein, nimmst dieses kräftige Orange wahr, vielleicht in einem Kreis, der sich dreht, einer Fläche, einem Fluss, einem Strahl, wie auch immer du dein Sakralchakra wahrnimmst, es ist genau richtig so. Mit jeder Einatmung tiefer und tiefer dein Sakralchakra aktivieren, wahrnehmen, fühlen, sehen. Das Orange wird immer intensiver mit jeder Atmung. Und du blickst von innen herein, in dich hinein. Siehst zu unterst von deinem Rumpf dein rotes, aktives Wurzelchakra in Rot. Dein Sakralchakra in Orange. Und von hier aus reist du weiter zu deinem Solarplexus. Nun atme ganz bewusst in dein Solarplexus, in dein Magenbereich. Es trägt die Farbe Gelb. Es steht für das Wilde, für die Macht, die Persönlichkeit. Für die Verarbeitung von Emotionen und Gefühlen. Ebenso für deine Weisheit, Lebensfreude,
Lebenskraft. Mit jeder Einatmung wird dieses Gelb stärker und stärker, wächst und wächst. Vielleicht nimmst du die Sonne wahr oder einen Sonnenstrahl. Vielleicht einfach einen gelben Kreis, Ball. Ein Leuchtobjekt in Gelb, Goldgelb. Was auch immer du siehst oder fühlst, es ist absolut in Ordnung. Mit jeder Einatmung aktiviert und vergrößert sich dein Solarplexus. Vielleicht nimmst du Wärme wahr, die von hier aus ausgeht. Du blickst von hier hinab zum unteren Teil deines Rumpfes, zu deinem ersten Wurzelchakra in Rot. Erblickst, wenn du weiter reist, dein Sakralchakra in einem knalligen Orange und dein Solarplexus in einem warmen, kräftigen Gelb. Von hier aus reist du weiter zu deinem Herzchakra. Es steht für Beziehung, Liebe, Mitgefühl, Herzenswärme und Heilung. Es trägt die Farbe Grün, Saftgrün, Blattgrün oder es mag auch ein sanftes Rosa sein, was du hier wahrnimmst. Welche Farbe du auch immer siehst, du siehst mit jedem Atemzug, den du ganz bewusst in dein Herzchakra hinein stößt, fließen lässt, wie diese Farbe kräftiger oder größer wird, dieser Bereich sich intensiver färbt, aktiviert. Vielleicht siehst du eine Blume in einem sanften Rosa oder eine kräftig grüne Pflanze oder Baum. Auch diese lässt du mit deiner Atmung bewusst wachsen und heilen. Jegliches Ungeziefer, Staub oder Dreck, Wasser, welches sich auf deinem Baum oder deiner Blume, deinem Herzchakra niedergelegt hat, niedergelassen hat, wäschst du mit jeder Ausatmung ab. Mit jeder Einatmung nährst du diese Energie deines Herzchakras. Du blickst nun hinab zum Ende deiner Chakrakette, dein Wurzelchakra in einem kräftigen Rot, dein Sakralchakra bei deinem Bauchnabel in einem kräftigen Orange, dein Solarplexus in einem kräftigen, warmen Gelb. Dein Herzchakra in einem saftigen Grün oder sanften Rosa. Von hier aus reist du weiter zu deinem Halschakra. Es trägt die Farbe Blau, Königsblau. Es steht für Ausdruck, Offenheit, Inspiration und Kommunikation. Atme ganz bewusst hier in dein Halschakra hinein. Aktiviere es mit deinem Atem noch ein wenig mehr. Nimm wahr, wie das Königsblau kräftiger wird. Vielleicht kommen dir auch Bilder auf. Von einem strahlend blauen See oder Meer, von einem Nachthimmel oder ganz etwas anderes. Nimm wahr, wie diese Energie wächst und wächst mit jedem Atemzug hinein
Von hier aus schaust du hinab in dich hinein, siehst deine Chakrakette, dein Wurzelchakra in Rot, dein Sakralchakra in Orange, dein Solarplexus in Gelb, dein Herzchakra in einem saftigen Grün oder sanften Rosa, dein Halschakra in einem kräftigen Königsblau. Von hier aus reist du weiter zu deinem Stirnchakra. Es trägt die Farbe Hellblau. Es steht für Wahrnehmung, für deine Intuition, für deine Willenskraft und für deine Erkenntnisse. Atme hier ganz bewusst hinein und beobachte, was geschieht, wie es wächst, die Farbe kräftiger wird oder dir Bilder erscheinen, vielleicht auch ein Gefühl. Es intensiviert sich mit jeder Einatmung, dein Stirnchakra. In einem kräftigen Hellblau. Von hier aus blickst du hinab zum Beginn deiner Chakras mit deinem ersten Wurzelchakra in Rot. Erblickst dein Sakralchakra in Orange. Dein Solarplexus in Gelb. Dein Herzchakra in Grün oder Rosa. Dein Halschakra in einem Königsblau. Dein Stirnchakra in einem kräftigen Hellblau. Von hier aus reist du weiter zu deinem Kronchakra. Es trägt die Farbe Lila oder Weiß. Es steht für deine Spiritualität, dem universellen Bewusstsein, dein Bewusstsein. Eine höhere Erkenntnis. Atme hier ganz bewusst in dein Kronchakra hinein und nimm wahr, wie es wächst und wächst. Vielleicht kribbelt es auch über deinem Scheitel. Vielleicht zeigt sich hier diese Energie in einer Lichtkraft. Vielleicht in Farbe oder Form, in Bildern oder Gefühlen. Mit jeder Einatmung, die du in dein Kronchakra tätigst, aktivierst du es mehr und mehr. Blicke von hier aus zurück. Deiner kompletten Chakra-Reihe hinab zu deinem roten Wurzelchakra, deinem orangen Sakralchakra, deinem Solarplexus, deinem Herzchakra grün oder rosa, zu deinem Halschakra königsblau, dein Stirnchakra einem kräftigen Hellblau. Dein Kronchakra in Lila oder einem Licht. Beobachte deine Chakras in diesem Moment ganz aufmerksam. Wenn du magst, reise von Chakra zu Chakra. Wenn du magst, bleib bei einem spezifischen. Atme ganz bewusst in deine Chakra und nimm wahr, wie deine Lebensenergie, deine Lebenskraft und Lebensfreude größer und größer wird. Wie all deine Chakra aktiv drehen und diese Energie von innen
nach außen strömt. Du hast deine Chakras kennengelernt, intensiver aktiviert, belebt und genährt. Und somit wirst du aus deiner Lebensenergie von innen heraus immer mehr und mehr genährt. Bis du von innen heraus strahlst. Auch darum bitte ich dich für heute etwas mehr zu lächeln. Etwas mehr Dankbarkeit wahrzunehmen und so ein höheres Wohlbefinden, Leichtigkeit, Gelassenheit und höhere Lebensqualität zu kommen. Wenn du magst, bleibe in dieser Meditation, reise deinen Chakras noch etwas nach. Ansonsten komm zurück mit sanften Bewegungen. Ich freue mich, hast du dir Zeit für dich genommen und durfte ich dich dabei unterstützen. Wenn auch du meine Arbeit wertschätzen möchtest, danke ich dir ganz herzlich für das Abonnieren meines Kanals oder fürs Weitersagen. Es lohnt sich. Jede Woche wartet ein neues Video auf dich. Weitere Infos findest du auf meiner Webseite thegoldendrop.me. Alles Liebe. Du bist wunderbar. Deine Juli, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich. Namaste.